Hallo, hier ist wieder Robert mit Geschichten aus der Geschichte. Und heute geht es von Sprendlingen schließlich nach Wolfsheim. Ja, liegt hier. Kleine Übersichtskarte, wir gehen nach Rheinland-Pfalz, grün markiert, in den heutigen Grenzen und Bundesländern von Deutschland. Genauer gesagt, wir gehen in den Kreis Mainz-Bingen, hier rot markiert, im grünen Ländle Rheinland-Pfalz. Das ja früher auch in der Form so nicht existierte, aber das ist eine andere Geschichte. Wisset noch, dies ist ein Beitrag der Serie 6. Derzeit gibt es folgende Serien mit eigenen Beiträgen. Schaut doch bei Gelegenheit mal rein. Für hier und jetzt aber in einer kleinen Übersichtskarte des Kreises Mainz-Bingen. Das erste Ziel, Sprendlingen, rot markiert. Beschaulich das Bild von Sprendlingen. Das Rathaus im klassizistischen Stil neu erbaut, 20. Jahrhundert, denn vom Alten hängt rechts oben am Balkon noch eine Tafel. Die Franzosen waren da im 18. und frühen 19. Jahrhundert. Ja, und da blieb nicht viel Altes stehen. Doch seht hier, sehr schön Wappen und Stände und das Rathaus über die Draufseite mit dem schönen Treppenturm, das Wappen ein wenig sonnengebräunt. Doch hier, seht, Moment mal, diese Raute mit den Gold und Blau habe ich schon gesehen. Ja, ganz gut. Ihr seht, das war bei der Teilung der Grafschaft Sponheim. Die vordere Grafschaft Sponheim, die hat... Nicht das Pferd von hinten aufzäumen. Von Anfang an. Ganz kurz, die Römer, natürlich, sie brachten Recht und Ordnung hier. Und auch das Christentum, muss man sagen. Mogontiacum, das spätere Mainz, einer ihrer Hauptstädte und Stützpunkte. Das Christentum wurde Staatsreligion durch den Dreikaiseredikt und hielt sich auch in den dunklen Jahrhunderten, als die Alemannen die Römer zurückdrängten. Immerhin, ab dem 5. Jahrhundert sind auch Bischöfe in zum Beispiel Mainz, Worms, Speyer, Köln und Trier vermerkt. Und man hält sich so über die Jahrhunderte, mehr schlecht wie recht. Doch durch die Franken erstarkt das Ganze wieder. Ein wenig später, ums Jahrtausend, da gibt es den Erzbischof Willigis von Mainz. Und das ist eine ganz bedeutende Epoche für das Erzbistum gewesen. Er war für drei der ottonischen Kaiser Lehrer, Beichtvater und für den dritten, Otto den dritten, auch Reichsverweser, als Kaiserin Theophanu starb. Da hat er natürlich dann sehr weite Gebiete auch für Mainz festgelegt. Vorausschaut. Mehrere Jahrhunderte später, so ab dem 12. Jahrhundert, da kam dann der Pfalzgraf, das ist der oben mit dem Löwen ins Spiel, das heißt, die Anzahl der Spieler erhöhte sich. Und wenn man dann auch noch den lokalen Adel einbezieht, dann weiß man schon, die Sache kann recht kompliziert werden. Die Grafen von Leiningen zum Beispiel, ein mächtiges Geschlecht, zogen in die Kreuzzüge, aber auch die Herren von Bolanden, ja, so klein ihre Stammburg war. Und die Grafen von Sponheim, die waren auch noch mit im Spiel. Und besagte Grafschaft wollen wir uns ein ganz klein wenig näher ansehen. Blaupause bitte. In Weiß? Ja, ist zu. Na gut. Das Erzbistum Mainz haben wir ja schon kennengelernt. Eine ständig aufstrebende Großmacht mit sehr viel weltlichem Besitz, muss man sagen. Doch eben die Grafen von Sponheim ab dem 11. Jahrhundert treten sie auf. Im 12. Jahrhundert wird Kreuznach gegründet und das ursprüngliche Wappen rot auf weiß in Raute. Hier haben wir die Reste der Burg Sponheim. Viel bleibt nicht mehr. Das waren die Franzosen dann im 18. Jahrhundert, muss man sagen. Ja nun, wie dem so ist. Es ist so, dass die Grafen von Sponheim auf die Kreuzzüge gingen. Einer kehrt nicht zurück und die Söhne teilen dann die Grafschaft 1237. In die hintere Grafschaft mit Sitz auf der Starkenburg, bei der Kirch. Hier sehen wir die Ruine. Ein bisschen hat man restauriert, aber nur ein bisschen. Das waren übrigens auch die Franzosen im 18. Jahrhundert. Und dann gibt es die vordere Grafschaft, Graf Simon. Da sehen wir jetzt das Blau mit Gold. Er nimmt Sitz auf der
Hauzenburg ob Kreuznach. Die ist jetzt ein bisschen mehr restauriert. Das waren dann auch die Franzosen im 18. Jahrhundert, ja, die das kaputt gemacht haben. Und dann gibt es noch Heinrich, den dritten Sohn. Der bekommt die Grafschaften Blankenburg und Löwenburg. Nicht viel, aber doch immerhin. Doch in der Familie kehrt Uneinigkeit ein. Ja. Ganz kurz noch zur generellen Geschichte. 1707 teilt sich die vordere Grafschaft Sponheim. Und Sprendlingen ist von 1707 bis 97 bei Baden. Dann kamen die Franzosen unter Napoleon und haben alles kaputt gemacht. Sehr viel. Doch seht die Kirche zu Sprendlingen. Ursprünglich war der runde Kirchturm ein Teil der Ortsbefestigung. Sprendlingen war nie Stadt, aber war schwer befestigt. Ein Flecken, wie man so sagt, mit Fleckenmauer. Dann hat man den Turm aufgestockt, die Kirche aus dem frühen 19. Jahrhundert als Simultankirche. Doch der Ort selbst mit rund 10 Türmen, sagte man, stark befestigt gegen den Erzbischof, denn es gab sehr viele Auseinandersetzungen. Seht, Schießscharten für Hackenbüchsen. Der Eingang in den Turm. Nun, die Ortsbefestigung wurde dann eben auch niedergelegt. Doch es haben sich im Ort sehr viele schöne, auch kleine Fachwerkhäuser erhalten. Die einfachen Leute mussten ja auch wohnen, Handwerker zum Beispiel. Die Grafen selbst regierten den Ort, aber die Bürger hatten so ihre Freiheiten. Hier das Haus ist 1741 erbaut. Die Schuhmacherzunft erinnert auch an frühere Begebenheiten. Historie wird hochgehalten. Dann gibt es Häuser aus der Zeit des Barock, wie man den Baustil des 18. Jahrhunderts nennt. Seht über der Tür im Türsturz gerade ein schönes Wappen und die Jahreszahl 1756. Das war zwischen den beiden großen französischen Besatzungszeiten. Aber das ist eine andere Geschichte. Es gibt noch eine weitere Kirche in Sprendlingen. Die katholische Kirche mit schönem Spitzdach. Historisierend auch sie im frühen 20. Jahrhundert errichtet mit Erkertürmchen, ein bisschen an eine Wehrkirche erinnernd. Ja, ganz richtig. Die Schule, sie steht außerhalb der einstigen Ortsbefestigung, an die noch ein bisschen symbolisch erinnert wird mit stilisierten Halbschalentürmen. Soweit zu Sprendlingen, aber es gibt Sagen und jede Sage hat einen wahren Kern. So auch hier bei Sprendlingen, da hat sich nämlich etwas ereignet, wirklich ereignet. Besagter Heinrich gewann Anteile an der Burg Böckelheim, heute Schloss Böckelheim genannt. Viel ist da auch nicht mehr übrig, das waren, wie wir schon wissen, die Franzosen im 18., frühen 19. Jahrhundert, aber der Heinrich verkaufte seinen Anteil, obwohl er es nicht durfte, nach Familienehre, an den Erzbischof von Mainz. Die beiden anderen Brüder, auch nicht gerade freundlich gesonnen sich gegenseitig, taten sich doch zusammen und forderten vom Erzbischof das zurück. Der lachte, rief seine Truppen und die Grafen riefen ihre Truppen und es kam zur Schlacht. Doch unglücklich für den Grafen Johann von Sponheim. Er verlor sein Pferd und sein Beiname der Lahme machte sich da bemerkbar. Eine alte Verletzung hinderte ihn am Laufen. Den gefangen nehmen, das wäre was für den Erzbischof. Doch Michel Mort, ein Geselle der Fleischerzunft aus Kreuznach, sieht es, springt seinem Grafen zu Hilf, haut die Reihen der Mainzer nieder, bis die übrigen da sind und ihn und den Grafen schützend aus dem Schlachtgeschehen führen. Man verliert die Schlacht. Doch der Graf wird nicht gefangen. Michel Mort allerdings ist so schwer verwundet worden, er hat einige Schwerthiebe abbekommen, Axthiebe. Und doch, Michel Mort, der Graf schenkt ihm und seiner Familie Freiheiten. Eine wahre Begebenheit. Ja? Wir müssen aber weiter nach Badenheim, das liegt gleich nebenan. Warum war der Mainzer so drauf erpicht, auch kleine Teile der Grafschaft einzunehmen? Ganz einfach. Handel, Wandel und Rechte und Geld.
Hier in Badenheim, da finden wir eine recht geschlossene Kirchenanlage mit großen Gebäulichkeiten, die ehemalige Zentscheuer, hier in Weiß, jetzt Pfarrhaus, die Kirche im 18. Jahrhundert neu erbaut mit dem Wappen derer von Schönborn. Die kennen wir, die waren zum Teil Erzbischöfe von Mainz auch. Und der Ort Badenheim gehörte denen von Schönborn. Und je mehr man da in die Grafschaft reinkam, umso mehr Geld gab's auch. Hier das Wappen derer von Schönborn. Es waren halt ganz andere Zeiten. Die Kirche dessen ungeachtet sehr schön im barocken Geschmack gehalten. Ja. Und auch die umliegenden Gebäulichkeiten im alten Stile im Fachwerk. Wir erreichen Zotzenheim, den nächsten Ort. Wir sehen hier die Lage gleich nebenan. Wechselnder Besitz, doch die Kirche, die zieht sofort unsere Aufmerksamkeit auf sich. Ursprünglich aus dem 12. Jahrhundert wurde der Kirchturm im 13. Jahrhundert neu errichtet. Mit ganz schmalen Fenstern? Ja, sieht mir fast aus wie Schießscharten. Schlitzscharten nennt man's heute verharmlosend, aber es war ein Wehrturm. Ja. Oben einst eine Wehrplattform. Auf einem Kirchturm, natürlich. Im Glockengeschoss wurde geläutet und darüber wurde geschossen. Reste der Kirchhofmauer, der einst festen, heute überwachsen und übertüncht. Im 19. Jahrhundert hat man viele der festen Kirchhof. Ja, warte mal, stopp, stopp, stopp. Heißt das, dass viele der Kirchen fest waren? Natürlich. Denn es waren doch, wir kommen gleich dazu, andere Zeiten. Seht hier. Im Jahre 1575, da wurde die Kirchhofmauer erneuert und dies schöne Törlein stammt noch original aus der Zeit. Ja, aber so kleine Reibereien, wie zum Beispiel die Schlacht von Sprendling eine größere war, es gab zwischen den kleinen und großen Mächten immer Reibereien und die Kirchenburgen waren hier eine Tatsache. Eine Kirchenburg besteht aus, sehen Sie hier, a, dem festen Kirchhof mit hoher Mauer, manchmal auch Türmen zur Verstärkung deinem Torturm und der zentralen Wehrkirche mit B bezeichnet. Kirchturm und Langhaus waren früher mit Schießscharten versehen. Ja, einige Beispiele. Zu Dörrenbach, eine der größten, aber nicht die einzige. Wir haben allein über 120 in Rheinland-Pfalz gefunden. Die Kirchenburg Dittelsheim, Kreis Alzey-Worms, stammt aus dem 12. Jahrhundert. Man ritt eben, wenn es wegen der Ernte oder dem Vieh oder der Weide Streitigkeiten gab, mit ein paar Dutzend Bewaffneten in den anderen Ort, trieb das Vieh weg, nahm die Ernte und ein paar der Leute als Geiseln und die suchten eben in der Kirchenburg Schutz. Nur für ein paar Stunden, denn dann kamen die eigenen Leute zu Hilfe und das Gemetzel ging von vorne los. Ja. Hier haben wir in Kleinlangheim in Franken ein Relief gefunden aus dem 16. Jahrhundert, links der Dorfschulze mit seiner Kappe. Und den frohnpflichtigen Ortsbewohnern in Waffen. Der in der Mitte trägt eine Hackenbüchs, wie zu der Zeit üblich, aber auch die Armbrust, die der Rechte trägt. Eine furchtbare Waffe auf 100 Meter durchschlägt sie jeden Kettenpanzer. Es waren andere Zeiten. Doch seht weitere Beispiele im Kreis Rheinland-Pfalz. Eppelsheim. Ja. Oder Rodenbach. In Bad Dürkheim, da sieht man übrigens die Wehrplattform noch oben auf dem Kirchturm, eine der wenigen erhaltenen. Doch, wir müssen weiter nach St. Johann. Liegt auch gleich nebenan. St. Johann indes verdankt eigentlich, sagen wir mal, seine Existenz der Wallfahrt. Hieß früher Megelsheim und wurde gegründet von den Grafen von Sponheim. Der Rathausplatz natürlich heute ein wenig mit modernem Gepräge, denn die alten Gebäulichkeiten wurden zur Zeit der französischen Besatzungen im 18. und frühen 19. Jahrhundert platt gemacht. Man hat aber trotzdem die Tradition nicht vergessen und die alte Kirche, die auch schwer mitgenommen wurde, wieder restauriert in gotischem Stile, genauer genommen im frühen gotischen Stile des 14. Jahrhunderts, als die Grafen von Sponheim die Kirche als Wallfahrtskirche stifteten. Der Jakobspilgerweg, auch heute noch zu begehen, führt bis nach Spanien. Mit dem Verlust des Heiligen Landes kam man dann auf die Idee, Wallfahrt doch im eigenen Lande, gründete Wallfahrtskirchen und hier im Umfeld der Kirche noch schöne alte Gebäulichkeiten mit Schiebefenstern in dem Keller zur Temperaturregulierung, schönem Fachwerk. Ja, und da war es dann Usus, Wallfahrtskirchen zu stiften. Und die Pilger pilgerten nun im eigenen Lande und ließen das Geld hier.
Hatte ja auch sein Gutes, nicht? Man gerät nicht in falsche Hände. Die Kirche mehrfach umgebaut. Und doch, man hat hier eine sogenannte Pseudobasilika vor sich. Das hohe Mittelschiff ohne eigene Fenster. Aber das nur nebenbei. Bestmöglich restauriert, dem 14. Jahrhundert zuzuschreiben. Auch die Fachwerkhäuser gehen im Kern auf diese alte Zeit zurück. Geschichte lebt, wenn auch nur in wenigen Beispielen, aber immerhin. Schließlich kommen wir nach Wolfsheim, dem letzten Ziel dieser kleinen Reise. Hier in Wolfsheim nimmt es uns nicht Wunder, wenn, hoppla, ja, die Kirche auch einen relativ festen Eindruck macht. Doch das ist ein schwacher Abglanz gegen früher. Die Kirche selbst, im 12. Jahrhundert gegründet, hatte früher einen um ein Stockwerk höheren Turm. Den hat man dann gekürzt im 18. Jahrhundert. Ich sage jetzt nicht warum, es war eben so und der Turm, wir sehen es hier am großen Fenster im Osten, war ein Chorturm. Hält im Erdgeschoss den heiligen Raum der Kirche, das Chor. Das Langhaus im 16. Jahrhundert erweitert und umgebaut. Wir sehen hier die Jahreszahl. Doch der Kirchturm mit seinen Schlitzscharten unverkennbar, einst stark und wehrhaft. Von der festen Kirchhofmauer im Hintergrund, ohne Wehrgang, nur noch ein kurzes Stück. Denn, wie gesagt, das 19. Jahrhundert hatte da sehr, sehr starke Veränderungen gebracht. Doch nun, bewahret die Erinnerung. Denn somit hat diese Geschichte mit einem unsäglichen Dank und Merci bis Dortmaus und weit darüber hinaus an unsere Crew, das Filmteam, die Regie, die Requisite, der Ton und alle Unangang ihren Abgang erreicht. Gehabt euch wohl. Bis demnächst.